Auch wenn es unsere Blicke vermuten lassen, wir spielen hier kein Resident Evil oder einen anderen Schocker. Die angespannten Gesichtsausdrücke sind Zeichen tiefster Konzentration auf Ballgefühl, die Sturmspitzen und den Torabschluss. Denn Jakob, Max und meine Wenigkeit fechten gerade ein Mario Strikers Charged Match aus. Die erste Runde konnte ich mit 3:2 nach einem Golden Goal knapp für mich entscheiden. Was jetzt folgt, ist ein Fußballkrimi der ganz besonderen Art. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Multiplayer-Video, unseren Flüchen und ausgeknobelten Spieltaktiken. Ah nein! Die Eiertacke ist einfach. Die Eiertacke ist unflach. Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen, naja, Weichei. Weichei. Also, ich finde das Ei sah ziemlich hart aus. Ist ein Torwart? Oh, ich hab auch nein, es geht schon wieder los. Jetzt krieg ich. Mit dem Master Teamplayer kannst du einfach nicht mithalten. Ja, das ist halt das Problem, weil meine Leute euch irgendwie nicht so gut angreifen, wie sie es gerne machen sollen. Ach so, aber wer weiß, vielleicht will ich ja noch was. Rückpass zum Torwart. Also einfach mal schön Poemo-mäßig Rückpass zum Torwart, wenn gar nichts denken. Ich wollte eigentlich. Aber ich komme auch gerade nirgends an den Ball. Schau mal, ob ich diese Eiertacke. Nein! Habe. Natürlich krieg ich sie auch. Was ist jetzt los? Ich fange das Weinen an. Wieso denn? Weil ich den Anschlusstreffer nicht habe. So, gut. Jetzt heißt du noch ein Tor machen und dann mit ein bisschen. Oh! Eine fiese Schweinerei. Unglaublicher Winkel. Jetzt könnte ich was über Kollisionsabfrage erzählen, aber ich schenk's mir einfach mal. Oh Gott, und jetzt kommt ich wieder angelaufen und. Der hat's nicht so drauf. Oben, ja! Direkt! Oh, schade! Mein Gott, der Ausgleich wird doch noch irgendwo zusammengehen. Ich habe noch fast 2 Minuten Zeit. Und rein. Ausgleich war 1:4. Das heißt, wir haben mal über die Rübe gezogen und dann. Das ist, ich würde gerne mal einen Superschuss ansetzen, aber lasst mich in mir. Ja, den habe ich auch schon kaufen. Außerdem kleben meine Leute schon wieder ganz furchtbar in einem Stromzaun drinnen. Also diese Superschüsse sind quasi unmöglich. Ja, also im Zweispieler-Modus, wie gesagt, habe ich glaube ich noch nicht einen. Doch, vor, wir hatten letztes Mal einen Schulpraktikanten bei Gina. Schau mal, was das wird. Oh Gott. Ball abgeprallt und zack, nein. Gott, das ist ein Wahnsinnspass. Also ich glaube, die Partie, die ich jetzt einfach mal als verloren habe. Wäre besser so. Du hast uns auch herausgefordert gerade. Ja, musste ich ja. Ich meine, ich habe meinen Mund auch ziemlich weit aufgerissen. Er schießt dann nur noch mit uns. Ich will den gerne mal treffen. Aber irgendwie komme ich nicht mehr zum Abschluss. Ein Ei! Also wie gesagt, wenn ihr Spieler kauft, verbietet euren Kumpels mit diesem komischen Eiermännchen zu spielen. Das ist echt furchtbar. Der Torwart hat nicht einen davon. Vielleicht ist es auch nur ein Torwart. Aber dafür hört ihr jetzt schon die Massen freuen mich schon an mit den YouTube-Videos. Ich hoffe, dass ich da auch irgendwie was machen kann. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir bei dem Spiel rauslaufen. Bei dem Spiel nicht. Ich denke auch, dass wir da rauslaufen. Eiertacke! Sobald der den Ball hat, soll ich einfach nur rein. 7:1 ist schon zum Teil. Nein! Und jetzt sehen wir einen super Schuss und schauen mal, ob die Jungs den halten können. Und zwar müssen jetzt mit der Vivi-Mode meine Schüsse abhalten. Und es dürften 6 sein, die jetzt ankommen, glaube ich. Und wer macht das? Du. Ich. Das ist doch. Okay, mach A. Du musst A drücken, dass er erstmal losgeht, so jetzt geht's ab. Das versage ich total. Ja, ich hoffe, dass du voll versagst. Yeah. Nein, einer drin. Nein, 2 sind drin, also immerhin. Ja, vielleicht schaffe ich ja noch einen, wenn ich vielleicht noch ausgleichen. Das ist gut. Wir haben noch 47 Sekunden, das hat jetzt 9 Minuten gegeben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Außer natürlich einer von euren Eierburschen kriegt das Ding. Eierburschen. Sean ist der nächste drin. Ey, das ist ja wirklich hart mit dem Kerl. Der Mund ist ein bisschen das kein Kerl. Das ist eine Frau. Bist du dir so sicher? Das musst du auch. Ich denke auch. Ich weiß nicht, das glaube ich in Super Mario Bros. 2 war, die immer so eine Zwischengegnerin. Und da habe ich doch auch mal schönes Tor gemacht. Alles gut. Ladentor hier. An diesen Specials muss ich auch mehr arbeiten. Warum geht der bei mir nicht rein, wenn ich weil, weil ich mich in den Schuss geschmissen habe. Das wäre voll unfair. Nur 21 Sekunden, wie gesagt, die Runde wird mir nicht. So. Ich krieg ihn schon noch, ich krieg ihn. Ah, schade.
und nicht mehr zu Abschluss gekommen. Ja, das war's dann wohl. 5 Sekunden noch. Autsch, und wieder nichts. Ach du Schande, 8 zu 4, wenn das mal keine üble Klatsche war. Wenn die Jungs weiter so zaubern, sehe ich echt schwarz für meine Karriere als Online-Profi. Aber gut, noch ist ja nicht alles verloren. Also, nochmal allen Mut zusammengenommen und auf in Runde 3. Oh nein, vom Tor, alles vom Tor. Oh nein. Aber der Torwart liegt. Da habe ich verwandelt, den Tief in meinem Hammer. Ha! So Jungs, das ist schon mal Tor Nummer 1. Noch habt ihr Hoffnung, aber das wird sich bald ändern. Ist der schon wieder da allein? Und 2 zu 0. Jetzt reißt du mal zusammen. Ja, okay. So, und da haben wir auch schon Tor Nummer 2. Und ich glaube, wenn ihr euch die Gesichter der Jungs mal anschaut, langsam schwinden ihre Hoffnungen. Macht sie erstmal die Ausweichbewegung, geschwitzt. Ein Gegentreffer? Verdammt, Sebi. Ruhe bewahren, Nervenstärke beweisen und nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das Ding ist so gut wie für dich entschieden. Jawohl! Nein, unter die Latte rein, jetzt sind wir 3 zu 1, wir haben noch 10 Sekunden, Jungs. Da ist es doch auch schon. Tor Nummer 3, der Sack ist zu und meine Ehre als Redakteur gerettet. Tja Jungs, kriecht deprimiert zurück zur Arbeit, suhlt euch in Selbstmitleid und tröstet euch damit, dass ihr gegen den Besten verloren habt. Aus! Tja Jungs, es tut du mir leid. Du hast doch noch gewonnen. Fairness halber muss ich sagen, dass ihr mich vorher zwar abgezogen habt. Dann nimmt man das Spiel hat, einmal auf. Aber wenn es drauf ankommt, habt ihr einfach völlig versagt. Aber schönes Spiel. So, weiterarbeiten. Nein.